Julian, ja. Erzähl mir mal kurz, was genau für ein System schießt Christian vorne? Alter, das würde ich auch gerne wissen. Jet oder Pin? Ja, das kommt mal drauf an, was er so, wie der so Lust hat. Aber ich glaube, primär schießt er eigentlich Pinshot. Ja, also haben wir hier ein Pin-Matchup. Stimmt, wir haben ein Pinshot-Matchup. Auf dem Ulrich öfters zu sehen. Das stimmt, vor allem, weil sie hinten raus alle Ulrich immer schön ballern. Genau, ja. Und es geht auch direkt rein ins Spiel. Ja, wir sehen hier das 2-5-System von Christian. Wohingegen sich Daniel, denke ich mal, wie erwartet, für das offensive Rausschießen von hinten entscheidet, weil er einfach sehr, sehr gefährlich von hinten ist. So, da sehen wir, ja, Christian spielt das Pin-System vorne, also haben wir definitiv ein Pin-Matchup. Schön gehalten, der Wechsler. Gerade nochmal für die Kickerspieler, die jetzt vielleicht, oder für keine Kickerspieler, sehen wir einen schönen langen Pinshot. Nachdem das Spiel unterbrochen wurde, muss man den Gegner fragen, ob er halt ready ist. Und dann dreimal die Puppe wechseln. Oder mit der dritten Figur darf man erst spielen. Genau, ne? Das klassische Ready-Protokoll. Also erstmal ein bisschen den Ball bewegen, bevor man richtig aufs Tor schießen darf. Aber ich glaube, es wird ein spannendes Spiel. Ich glaube, der Daniel wird kämpfen wie die Sau. Ich glaube, aber der Chat glaubt das nicht. Der Chat glaubt also das nicht. Also die Umfrage ist ganz deutlich für Daniel ausgegangen. Für Daniel, ja. Aber der Daniel wird kämpfen wie die Sau und und kriegt ein Tor. In dem Moment, wo ich sage. Das war ziemlich unglücklich. Innenpfosten raus in sein eigenes Tor. Das sind die Sachen, die man nicht so gerne sieht. Ist halt auch noch früh im Turnier, ne? Also ich glaube so, wenn wir nachher in die K.O.-Phase gehen, da passiert das nicht so schnell. Ich glaube, dann sind die Schüsse auch noch ein bisschen besser. Dann ist man auch ein bisschen wacher. Ist ein bisschen wacher. Das ist schon so. Aber gerade jetzt, ich kann mir vorstellen, dass Daniel sogar es drauf anlegt, dass er den Ball hinten hat. Weil wir haben jetzt hier auch schon gesehen, dass das erste Tor von Daniel ist von hinten gefallen. Und er fühlt sich einfach auf dem Ulrich hinten super wohl. Ja. Und kann super viele Variationen und super viele Schüsse. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er es gar nicht so schlimm findet, wenn der Ball hinten ist. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja gut gefangen hat er den. Nicht so schlecht. So, jetzt sehen wir das mal von oben. Also die Halttechnik sehr, sehr statisch. Ja, immer mit zwei Figuren so parallel, genau, ne? Ja. Macht er gut. Ja, steht gut. Gerade sowas ist, finde ich, immer ganz gut gegen Pinshot. Gegen Jet ist das oftmals ein bisschen schwieriger. Aber gegen Daniel funktioniert das ja ganz gut. Ja, gegen Daniel. Ist da ganz ruhig und gelassen. Der Chris überhaupt nicht gestresst. Und hält hier die Bälle am laufenden Band. Also Stand jetzt versucht Christian immer noch das 2-5-Spiel durchzuziehen. Und jetzt haben wir mal wieder die Chance für Daniel, hier mit 2-1 in Führung zu gehen. Und er macht es diesmal. Schöne rechte Kelle. Mit dem Pinshot rein. Innenpfost rein. Kann man sich nicht beschweren. Chris, ich finde, der Chris, der passt so schön immer. Das sieht immer so cool und lässig aus, wenn der spielt jetzt auch, ne? Dieses Tor. Das macht das schon nicht schlecht. Das sieht immer sehr, sehr dynamisch aus, aber trotzdem irgendwie ruhig. Es sieht auf jeden Fall aus, als fällt es ihm leicht. Als kommt es leicht aus der Hand. Tut sich nicht besonders schwer. Die Technik ist auf jeden Fall da. Wir haben jetzt hier, glaube ich, von Daniel fast ausschließlich Feldpässe gesehen. Bis jetzt. Gerade Daniel ist so ein Spieler, never change a running system.
Also der spielt halt den Feldpass. Der spielt halt einmal den Stiefel weiter und schießt das nächste Tor. Ja. Hier. Aber das macht er gut. Ja, er macht's wirklich gut. Er spielt halt irgendwie dreimal Feldpass, geht dreimal durch, schießt dann rechts den ersten Pinshot rein und schießt dann nächstes Mal direkt wieder rechts wieder rein. Also das ist... Jetzt mal sehen, was wir hier... Aber ist immer so interessant, ne? Der Chris, der bewahrt halt einfach hier Ruhe, spielt ganz genau, locker, macht einfach sein Ding. Vor allen Dingen, was auch interessant ist, er schießt nicht aus der Mitte, sondern er schießt leicht versetzt. Leicht versetzt, ne? Ja. Aber jetzt holt der Daniel sich den Ball. Ja, wir können die Tore wieder in der Zeitlupe zeigen. Klar. Ich kümmere mich. Das ist nur immer schwierig, wenn man zu zweit ist, weil man auf verschiedene Knöpfe drücken muss. Aber wir kriegen das hin. Auf eine Seite packen. Genau, wir müssen die Knöpfe mal rüberbringen auf die Score-Seite, dann ist es nämlich angenehmer. Ja. Oh. Jetzt sehen wir hier einen leichten Schlenzer. Das sind gerade so Bälle. Ja, es. Daniel sieht, dass Christian noch irgendwie mit der Hand an der 5 ist, nutzt die Zeit aus und schlänzt ihn halt dann durch die Schere rein. Ja, das war's schon, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Das war schon der erste Satz. Wow. Und wieder der Ball hinten bei Daniel. Boah, das war eine ganz schöne Kelle. Ja. Und man sieht aber auch schon, Daniel geht nicht auf die sicheren Bälle die ganze Zeit 1 und nur über die 5, sondern er versucht offensiv die Tore zu schießen aus der 2. Die ganze Zeit mal steil nach vorne zu spielen. Ja. Daran kann man auch schon erkennen, dass sich ein Spieler sehr wohl fühlt auf der Position, wo er gerade spielt. Nein, Daniel baut halt immer viel Druck auf, ne? Wenn genau, er so spielt, versucht einfach immer unangenehm zu sein. Aber ich finde auch, dass der Chris das ganz gut macht. Also der macht keine schlechte Figur. Der bewahrt die Ruhe, der steht gut. Also auch wenn Daniel den Ball hinten aus der Verteidigung schießt, ja, macht er das dann mal ganz ordentlich. Gerade die Defensive von Chris ist sehr gut. Ja, der weiß halt irgendwie, wie er stehen muss. Ja. Ne? Und ich glaube, normalerweise wird Daniel hier mehr Tore von hinten schießen. Hier mal einen kleinen Push-Kick-Versuch. Aber ich glaube, der sollte auch durch die Schere kommen, tatsächlich. Ja, ich glaube, es ist jetzt aber Timeout, ne? Ja. Ja, da lacht der Daniel. Ja. Oh, es geht schon weiter. Das ist einfach nur ein Time-Reset. Hier auch vielleicht wichtig zu sagen, für Leute, die nicht so viel kickern. Man hat auf der Stange 15 Sekunden Zeit. Außer auf der 5er-Reihe, da sind es 10 Sekunden. Und wenn man Timeout nimmt, dann hat man natürlich, ist es eine Spielunterbrechung und danach hat man die neue 15 Sekunden. Dementsprechend wurde da jetzt gerade, bevor irgendetwas Unkontrollierteres rauskommt, ein Timeout genommen. Wilko, danke für den Sub. Abonniert mit Prime Gaming, ja. Prime-Abos sind kostenlos. Liebe Grüße Prime an Olli Schlanke, der mir das ungefähr innerhalb von 5 Minuten 10 Mal gesagt hat. So, und jetzt sehen wir schon, gerade die Defensive von Chris macht sich jetzt gerade, also spürt man schon, er kriegt immer mehr Bälle auf die 3 und hält aber auch immer mehr. Und so steht es halt jetzt 2-0. Das ist schon gut. Definitiv. Also jetzt ist natürlich Daniel schon ein bisschen im Zugzwang. Also er ist zwar ein Satz vorne, aber jetzt 2-0. Ja, wenn der Satz hier nicht an ihm vorbeilaufen soll, ne, dann muss er jetzt anfangen. Muss er hinterher. Das war jetzt ein wichtiger Block. Er blockt, wenn er den jetzt legt und schießt jetzt schon 3-0. Und das ist natürlich auch mental ein ganz anderer Boost. Daniel arbeitet sich hier den Ball. Ne? Also selbst wenn es offensiv gerade nicht so läuft bei ihm. Ja, er kämpft. Sie geht am Kämpfen und wird nicht komplett irgendwie in die Ruhe. Schießt links gegen den Pfosten, glaube ich. Und jetzt haben wir auch bei Daniel gesehen. Ich weiß nicht, ob es gewollt war oder nicht gewollt war, aber er schießt leicht links versetzt, nicht aus der Mitte. Ja, stimmt, das ist nicht ganz in der Mitte. Aber dafür schießt er schön fest, genau, ja, ins Eck. Macht er schon gut, aber der Chris hat hier schon den nächsten Ball direkt im Sturm. Und hier eine leicht Rechtsversetzung. Und wir sehen einen kurzen Wechsler in die Mitte. Gut gesehen. Ja, das ist schon ganz ordentlich.
Wow. Ja, der Chris, der die Defensive stimmt, ne? Ja. Das kommt ja Daniel gerade zu spüren. Gerade das ist, was halt dann hinten raus vielleicht das Spiel entscheiden kann. Ja, definitiv. Ich habe es heute selber schon erlebt. Gegen Daniel? Nee, nein, aber in meinem ersten Spiel gegen... Stimmt, du hast gegen Stocki, ne? Genau. André Stockmanns gespielt, das war auch ein sehr defensiv orientiertes Spiel. Ja. Am Anfang konnte ich noch mithalten und am Ende habe ich, also ich habe halt einfach keinen Ball getroffen. Und er hat dann irgendwann angefangen zu treffen. Und dann wird es schwierig. Aber wir sehen jetzt hier tatsächlich den Satzball für Chris. Er macht das sehr ruhig und schießt einen schönen, schnellen, kurzgezogenen rechts an den Innenpfosten. Ja, ist schon gut. Schon gut. Ja, jetzt ist der Satz ja auch schon vorbei. Jetzt wird sich natürlich nochmal eingespielt. Überlegt vielleicht nochmal, was ist falsch gelaufen, was ist anders gelaufen als im ersten Satz, jetzt gerade bei Daniel. Und versucht natürlich jetzt im letzten Satz diese Sachen wieder anders zu machen. Oder zumindest das Spiel vielleicht zu lenken, so dass es ist wie im ersten Satz. So, wir versuchen jetzt mal kurz hier die Replay-Funktion genau, zu vereinfachen. Damit ihr gleich noch mehr Replays bekommt und das möglichst problemlos. So, da geht's in den dritten Satz jetzt. Jetzt geht's natürlich darum, wer hat hier die Nase vorne. Erster defensiver Block direkt von Chris im Kescher behalten. Kann er den legen und verwandeln, ist es natürlich schon mal ein eindeutiges Zeichen. Spielt hier aber auch extrem... Er kriegt mal das souverän, ne? Extrem souverän, ja, also... Er spielt zwei Sätze lang unten durch, also von uns auf der linken Seite. Ja, und spielt den ersten Ball rechts an der Seite und spielt ihn perfekt. Das ist natürlich ganz bitter, wenn sowas passiert. Daniel steht richtig, der Ball fliegt hoch und hinter der Puppe rein ins Tor. Der Chat fragt gerade, wer ist Top-Favorit auf der Leo WS? Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist. Also Yannick Correa wird dabei sein und der ist ja auch hier einer der Top-Favoriten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das auf der Leo WS nicht groß anders sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass ein deutsches Team gewinnen wird. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja, Score haben wir, glaube ich, schon. Steht 1-0. Für den Chris. Vielleicht ein bisschen zu überhastet hier gerade von Daniel. Daniel, der macht es gerade echt, gibt ordentlich Gas, ne? Also. Ist halt immer schwierig, da muss man halt den schmalen Grat finden zwischen ich gebe Gas, aber ich gebe nicht zu viel Gas. Ja, und ich fange nicht an, ne, mit Vollgas gegen eine Wand zu rennen. Genau. Und das kann Daniel auch, aber defensiv hilft ihm das natürlich gerade, ne, die Aktion. Guck mal hier, Top-Favoriten. Marc, du bist als Top-Favorit hier mit dem Benni. Wir würden uns auch freuen, aber ist schwierig. Mich freut's auch, muss ich sagen. Aber gegen euch spielen... Schöner. Hier sehen wir jetzt gerade wieder die defensive Stärke von Daniel. Also ja, extrem schöner, rechtsgezogener Pinch-Out. Dann sehen wir auch mal, wie der Daniel sich bewegt. Sieht man das ganz gut. Der Chris, der lässt sich wirklich Zeit und kommt aber hier noch ein Versuch. Ja, bei Daniel sieht man jetzt, er wechselt ein wenig öfters die Figuren. Also er geht öfters mit dem Torwart von Ecke zu Ecke. Von Torwart-Ecke zu Torwart-Ecke. Ne? Genau, ja. Das macht Chris anders. Ja, der Chris, der spielt das immer ganz ruhig. Und auch, guck mal, da... Jetzt können wir es sehen. Da sieht man, dass der Daniel, dadurch, dass der halt konsequent nach vorne spielt, auch einfach da jetzt Bälle bekommt.
Julian mit Top Goalie bestimmt auch für eine Überraschung gut. Ja, ich spiele nächstes Mal wieder im Sturm, das ist korrekt. Also so, mit wem spielst du? Ich spiele mit Carlos. Carlos da Silva aus Luxemburg. Also liebe Grüße, Carlos, falls du zuschauen solltest. Ich freue mich, wird bestimmt lustig. Ich team jetzt einfach ab mit den ganzen Luxemburgern. Das ist irgendwie, das habe ich gestern gemacht, ich war gut. Ne? Ich lasse mich im Zweifel einfach, einfach einbürgern. Ja, genau, wir müssen gleich noch parallel den Rahmen wegmachen. Da achten wir gleich mal drauf. Daniel fängt jetzt hier an, ein bisschen zu wandern, auch mal nach rechts, um sich das Ganze mal anzugucken, und nimmt jetzt das Timeout. Timeout. Ja, ob ich... Da schreibt gerade einer, ohne mir zu nahe treten zu wollen, ob es dafür reicht. Ja, es hat schon mal gereicht, dass ich da weit gekommen bin auf der Leonard WS. Mit Spätzle damals. Mit Spätzle damals, genau. Mit The Wall, wie er dann schön im Chat beschrieben wurde. Ja, für eine Überraschung. Aber ich würde mich jetzt nicht zu den Favoriten zählen. Aber mal schauen. Jetzt Daniel wieder mit dem Ball auf der 2. Naja, er versucht hier ein bisschen zu schlänzen. Er versucht hier die mittlere Lücke zu finden. Aber schon komisch, ne? Eben hat er echt mit Erfolg, mit viel Geschwindigkeit durch die Mitte geschossen. Jetzt eher so, ja, ich versuche mal so hier und hm und... Ja, es ist natürlich der dritte Satz, ne? Es könnte natürlich sein, dass jetzt irgendwie die Sicht ein bisschen fehlt. Oder man vielleicht denkt, okay, vielleicht lockt er mich nur, der Gegner. Und man dann irgendwie schon einen Schritt weiter denken möchte. Was aber auch nach hinten losgehen kann. Das ist ja beim Christian, ne? So diese Körperspannung, die halt irgendwie am Tisch hat oder so, das sehe ich irgendwie gerne. Er ist halt immer so vollkommen entspannt. Ja, genau, ja. So, ja, okay, ich nehme den Ball, ich mach mal so, ich mach mal so. Ja. Ich mach einfach mal, worauf ich Bock habe. Und so sieht das aus, wenn der Chris sich richtig freut, wenn er gerade ein Tor geschossen hat. So entspannt immer, einfach nur konzentriert. Ja, ein Ziel, ein Drücker war das. Ein Push. Aber der Daniel, der zeigt jetzt gerade ein bisschen Nerven. Genau, ne? Ja. Also man nimmt natürlich als Spieler auch wahr, wenn der Gegenüberspieler, so sag ich mal so, gar nicht sich für das Spiel quasi so irgendwie interessiert, nach außen hin und einfach sein Spiel spielt und es halt dann einfach klappt. Dann will man natürlich irgendwie noch eine Stufe draufsetzen und dann ist dem anderen das aber auch egal und dann klappt es halt irgendwie noch mehr. Man fängt halt irgendwie an, okay, ich spiele jetzt ein bisschen schneller, ich versuche Druck aufzubauen, ne? Aber man fängt an, sich ja selbst auch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Ne? Und das ist einfach schwer, gerade im Einzel da so diese Balance zu finden. In der Spitze ist Kicker halt einfach auch noch ein Mentalsport. Konstant abrufen, aber ich will mal behaupten, dass es in anderen Sportarten auch so ist. Genau. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht groß. Und klar, die Technik muss trotzdem noch funktionieren, aber... unter Druck ist es halt nochmal was anderes. Ja, jetzt haben wir hier gerade. War das ein Blocktor? Ich habe gerade nicht hingeschaut. Ich habe gerade in den Chat geschaut. War das ein Blocktor von Daniel? Oh, das kann ich gleich sagen. Ja, der Daniel hat. Oh ja. Hier alles Schlag auf Schlag. Jetzt geht's aber hier. Julian, wird es bei der WCS mehrere Stream-Tische geben oder nur einen? Nein, wir sind gut ausgelastet mit einem Tisch. Und deswegen werden wir auch auf der WS nur einen Tisch übertragen. Wir suchen hier schon die Qualität an einem Tisch so hoch wie möglich zu hängen. Und bevor wir das nicht hinbekommen, auf einem Tisch die Qualität so hinzubekommen, konstant mit Kommentatoren etc., dann machen wir uns nicht noch mehr Stress, um noch mehrere Tische zu übertragen, auch wenn ich da Verständnis für habe. Also, sag mal, das Equipment, was wir jetzt gerade anschaffen, wo wir gerade auch Spenden versammeln, also drückt hier gerne auf den Donate-Button. Wir sind gerade wirklich dabei, Spenden zu sammeln, damit wir unser Equipment erweitern können. Und da bin ich schon froh, wenn wir für den einen Tisch jetzt gutes Equipment haben. Weil heute ist es auch wieder so, wir haben ein paar Kameras uns ausgeliehen, die noch nicht bei uns im Bestand sind. Ich habe meine privaten Kameras da, der Vorsitzende aus Rheinland-Pfalz hat hier seine Kamera mitgebracht, der Daniel hat seine Kamera mitgebracht, also irgendwie ist es alles... ja, es ist alles in Arbeit und wir versuchen uns stetig zu verbessern. So. Aber das ist halt nicht. Jetzt sehen wir hier beim Stand von 3-3 das zweite Timeout von Daniel. Ja, und der Chris, der versucht sich zu konzentrieren.
Bei ihm wirkt das immer so ein bisschen, als wenn er gerade einschläft. Ja, er ist irgendwie so locker, ne? So, joa, und komm, los geht's. Bin mal gespannt, ob der da jetzt nochmal scoren kann. Und ja, kann er. Das ist... Ich hoffe, ich war nicht zu langsam. Also hier sehen wir einen wirklich schönen, geraden Pinshot. Ja, wirklich. Also auf jeden Fall ein Highlight. Da sieht man auch die Faust noch von Daniel, wer sich freut. Und, und tatsächlich endlich. Ärgert sich Christian auch. Also daran merkt man halt, dass ihm das Spiel halt dann doch nicht egal ist. Nein. Also ich glaube, keiner von den Topspielern hier nehmen teil und sagen so, ist mir alles egal. Genau. Ne? Auf gar keinen Fall. Also der hat immer so eine Attitüde so von wegen, ganz locker. Aber klar, ne, gewinnen wollen sie hier alle. Genau. Und damit steht es 4-3 für Daniel. So, gehen wir in die Verlängerung oder nicht? Das ist die Frage jetzt gerade. Er lässt sich sehr viel Zeit, nimmt wahrscheinlich jetzt hier das Timeout. Würde mich sehr wundern, wenn er jetzt noch schießen würde. Ja. Und jetzt sehen wir auch das erste Mal bei Christian Nerven und ja, Anspannung und vor allen Dingen im Körper. Und das Timeout. Gucken wir mal an, hier ist er. Sammelt sich jetzt nochmal, bevor es wieder ins Timing geht, bevor es weitergeht. Und es geht weiter. Aber der Daniel, der fängt gerade an, das Spiel zu gewinnen hier zum Ende. Ja. Eine gute Aktion nach der anderen und der Chris tut sich schwer. Ich muss dazu sagen, Daniel ist ja nicht umsonst einer der Top-Torhüter auf Ulrich. Keine Frage. Der ist auch allgemein ein guter, sehr guter Torwart. Ne? Yes. Gehört schon zu den Besten. Ich sag mal, mit seinem normalen Doppelpartner Ruben Heinrich ist auch immer für die oberen Plätze gut zu haben. Genau. Und das meistens irrelevant vom Tisch. Aber gerade auf Ulrich, finde ich, glänzt er oftmals noch mal mehr. Das stimmt. Da ist auf jeden Fall mehr seine Qualität. Und wir gehen in die Verlängerung. Ja. Oh. Da kann der Chris auch einen langsamen Ball hier nicht verhindern. So, jetzt wieder die Möglichkeit für Chris nachzuziehen. Verschießt, bekommt den Ball aber wieder. Wow, das war mal ein schönes Tor. Ich glaube, das kann man so sagen. War der angedreht? Ja. Boah. Der hat ihn da schön durchgestupst. Boah. Das war schon nicht schlecht. Also das war schon brutal. Würde ich auch gerne können. Ja. Vor allen Dingen in der Situation, ich bin 4-5 hinten. Ja. Würde ich das auch gerne können, diese Lockerheit zu besitzen, in dem Moment dann so einen Schuss zu machen. Und man merkt, dem Daniel schmeckt es auch nicht. Genau, also gerade das Internet ist oftmals ein Problem. Oder es war jetzt auch gestern das Problem, deswegen haben wir erst zu spät gestartet oder später gestartet, als wir wollten. Das Internet ist immer eine Hürde. Gerade weil die Kickerturniere meistens in der Halle sind oder ein bisschen abseits, ein bisschen ländlich. Ja, wir sind mal in irgendwelchen Hallen und da ist auch immer die Frage, was hat man da für Anbindung mit Internet und das ist nicht ganz so einfach. Ja, und jetzt geht Chris hier gerade in Führung. Jetzt ist Daniel wieder im Zugzwang. Wie hat der Ule das bei der letzten WS gemacht? Also ich glaube, der hat die Qualität extrem runtergedreht. Ne? Also wir streamen hier in... wieder ein Tor für Daniel. 6-6. 6-6. Ich glaube, wir brauchen knapp 7 Mbit Upload für den Stream, den wir haben, mit 60 FPS. Ja, 7,5, und, ja. Brauchen 7,5, glaube ich, ja. Ne? 7,5 Upload und ich glaube, damals bei Tabletop TV wurde immer mit einem Mbit pro Tisch oder so gestreamt. Wurde mir zumindest mal erzählt. Wir sehen auf jeden Fall hier jetzt ein Spiel über die volle Länge. Ja, die geben sich auf jeden Fall hier nichts und
Aber Daniel. Und ganz so deutlich, wie es in der Vorhersage. Da könnten dir jetzt der ein oder andere ein paar Kanalpunkte verlieren, würde ich sagen, oder? Also. Ja. Ja, der Daniel, da kommt die Defensive jetzt. Jetzt ist die Frage, kann er nochmal von hinten so einen Schuss auspacken, wie er gerade eben ausgepackt hat, um vielleicht von hinten jetzt schon das 7-7 zu machen? So, Timeout und die Möglichkeit zum Matchball für Chris. Ja, der Benny steht hier und erzählt mir irgendwas und wir müssen jetzt erstmal das Spiel wie immer angucken, ob der Chris das jetzt hier zu Ende macht, weil ich glaube, danach darf ich mich weg. Und ja, Chris macht den Sack zu. Der Chris macht den Sack zu. Und somit gehen ein paar Kanalpunkte. Also hier kann man es nochmal gucken. 68-32% für Sorga. Ja, Faktor 2 würde ich sagen. Da hat er gewonnen, der Chris. Und ja, das war jetzt mal. Haben Leute mal schön ihre Punkte verdoppelt. Ich denke, da freut sich der ein oder andere.